schön, dass du wieder dabei bist. Falls du es nicht in unser Live-Workout schaffst, hier wieder für dich die Chance, die Bullet Points aus dem heutigen Workout kennenzulernen. Und wir starten auch gleich in die ersten zwei Übungen, die wir für am wichtigsten empfunden haben in unserem Strength-Part. Das erste ist Slow Dumbbell Supported Bent Over Row. Klingt relativ komplex, ist von der Ausführung relativ einfach. Supported meint einfach nur, dass du hier einen Gegenstand hast, auf den du dich abstützen kannst. Das kann ein Tisch sein, das kann ein Stuhl sein. Wenn du eine Box hast, kann das natürlich auch eine Box sein oder jeder andere Gegenstand, der es dir erlaubt, deinen Oberkörper etwa auf diesen Winkel hier einzustellen. Und danach machen wir Dumbbell Bent Over Row. Kennst du wahrscheinlich schon aus unseren Workouts. Hier mit der Dumbbell, du führst den Arm eng am Körper entlang. Das Ganze slow, also schön langsam, sowohl im Zug als auch auf dem Weg nach unten. Und die Idee dahinter ist hier, dein Fortissimus ein bisschen zu kontrahieren. Wie gesagt, unsere Strength Parts immer dafür gedacht, dass du deine Kraft auch während der Lockdown-Phase beibehalten kannst. Zweite Übung, Alternating Plank Rows. Und zwar gehst du in die High Plank Position. Schau, dass dein Po schön in einer Linie mit deinem kompletten Körper ist. Das heißt, dass du wie ein Brett quasi da liegst. Und dann bleibst du in dieser Position und alternierst zwischen dem rechten und dem linken Arm. Siehst du das hier? Ich glaube, ihr habt das schön. Diese Ruderbewegung auch wieder eng am Körper vorbei und zieht da leer, also sprich ohne Hantel, die Hände nach oben. Als kleiner Tipp, wenn du eine leichte Dumbbell hast oder die Übung ein bisschen schwieriger gestalten möchtest, nimm dir einfach ein Gewicht, pack das mit dazu und ruder hier alternierend, greif unten um und zieh dann nochmal nach. Also empfehlen würde sich da eine Milchtüte, eine Wasserflasche oder eben deine Dumbbell oder auch mit der Kettlebell funktioniert, fängst du halt ein bisschen höher an. Das sind die zwei Übungen für den Strength Part. Fehlen uns noch die zwei Fokuspunkte für unser Workout. Und das erste, weiß nicht, ob du es kennst, Claudia wird es dir zeigen: Crossbody Mountain Climbers. Regular Mountain Climbers kennst du. Und zwar zieht das rechte Knie auf dem rechten Ellbogen, das linke Knie auf dem linken Ellbogen. Ja? Das nennt sich Regular Mountain Climber. Heute machen wir Crossbody. Das heißt, das linke Knie geht zum rechten Ellbogen und das rechte Knie zum linken Ellbogen. Und warum machen wir das? Wir wollen hier mehr die seitliche Bauchmuskulatur ansprechen. Sind relativ viele Wiederholungen, mach die aber trotzdem nicht allzu schnell, nicht allzu hektisch, sondern achte darauf, dass du dich wirklich schön zusammenziehst in der Diagonalen und hier deine seitlichen Bauchmuskeln gut kontrahierst. Letzte Übung, auch relativ neu am Start, nennt sich Squat Thrust. Claudia macht es wieder vor. Und zwar, du startest im Squat, springst zurück in einen Up-Down, landest wieder im Squat und stehst auf. Ist eine Übung, die relativ viel Hüftmobilität erfordert, gerade um dieses Starten und Landen im Squat gut hinzubekommen. Wenn du jetzt merkst, das passt irgendwie nicht, mein Rücken ist krumm oder funktioniert irgendwie nicht, geh auf normale Up-Downs. Ich glaube, der zeigt uns auch gerade nochmal ein, sprich, besprichst einfach mit dem Blank und stehst danach nochmal auf. Auch eine gute Übung. Wie gesagt, wenn der Squat Thrust nicht funktioniert, deine Substitution. Sehr schön. Damit haben wir die Fokuspunkte für heute schon durch. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht auch noch im Live-Workout. Ansonsten wünsche ich dir einen guten Start ins Wochenende und bis bald. Ciao.